Moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute möchte ich euch einfach mal das Programm Overwolf vorstellen. Das ist ein Programm, was quasi immer nebenbei mitläuft. Und dann könnt ihr, während ihr in euren Games seid oder auf dem Desktop Teamspeak operieren, Videos aufnehmen. Das geht dann aber nur im Spiel. Browsen und mit eurem Messenger schreiben. Ohne kann man sich auch noch weitere Apps besorgen, im App Store. Ja. Das Ganze kann man installieren, indem man sich, also das ist bei dem beim neuen TeamSpeak Installation mit dabei direkt und installiert sich einfach mit. Also wenn ihr den Haken setzt, an sich ganz praktisch. Hier gibt es jetzt ein paar Apps, kann man sich ja mal durchklicken, wenn man da ein paar haben möchte. Die Standards reichen eigentlich auch schon. Ja, wie das Ganze jetzt weiter funktioniert, zeige ich euch jetzt mal eben in-game. So, da sind wir auch schon. Jetzt können wir hier auf Overwolf klicken und zum Beispiel könnten wir uns jetzt direkt in MSN, direkt in Overwolf-Chat, Facebook, Google Talk oder Steam, was sich automatisch schon damit hinzugefügt hat, chatten. Noch dazu, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, bringt uns Overwolf oben links noch so eine FPS-Anzeige. Und könnt jetzt Videoaufnahmen hier starten. Ich glaube, so lange wie man möchte. Auch kurze Bilder machen. Und direkt teilen. So wie es aussieht. Auf YouTube, Facebook, Twitter, wie man möchte. Und jetzt kommen wir zum Praktischsten. Das TeamSpeak-Plugin in Overwolf. Wenn ihr zum Beispiel TeamSpeak nicht gestartet habt, aber Overwolf sich am Start, startet ihr zum Beispiel Counter-Strike, zockt auf dem Server Join, ESL Gather oder so und dann auch noch in TeamSpeak müsst, könnt ihr das Ganze schon machen, wenn ihr in-game seid. Ja, jetzt gehen wir auf TS3, öffnet sich TeamSpeak, verbinden. In OpenTS. Connected. Channel switched. So, und jetzt sind wir hier im TeamSpeak. Wenn jetzt, ich gehe mal eben kurz in einen anderen Channel, werde aber nichts sagen, damit ihr es mal sehen könnt, wenn die anderen reden, wird das hier links angezeigt. Channel switched. Ey, da ist ein Nautilus. Ja, das hinter dir ist ein Nautilus. Hey, und schon wieder habe ich keinen Blue Buff mehr. Wow, the Flash! Das ist kein Tanky. Channel okay, hat jetzt nicht so funktioniert. Aber auf jeden Fall, wenn ihr das dann so minimiert, Overwolf zur Seite schiebt, das hier auch wegmacht, dann wird hier halt links immer angezeigt, wer spricht, wer in Channel kommt und so, ob ihr verschoben wurdet in irgendeinen Channel. Ist auf jeden Fall verdammt praktisch. Wie gesagt, browsen kann man auch noch. Bringt der Steam-Browser zwar auch noch mit sich. Aber dafür hat Overwolf noch mehr andere Funktionen. Ja, an sich ein relativ praktisches Programm und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Tutorial helfen und euch das Programm ein bisschen vorstellen. Und ja, viel Spaß damit. Ciao.